Landesliga-Stand das Duell der beiden bislang dominierenden Mannschaften auf dem Programm. Der VfB Hohenems empfing den FC Langeneck. Und die Heimmannschaft kam in der vierten Minute zur ersten guten Chance mit einem Freistoß. Der Schuss gut angetragen, Keeper Joppe aber auch gut pariert. In der sechsten Minute fiel dann bereits das erste Tor. Der FC Langeneck lochte nach einem Eckball ein, das Tor zählte aber nicht, es wurde auf Abseits entschieden. Nur eine Minute später, dann aber wieder die Gäste. Eine schöne Aktion auf der linken Seite, der Pass zur Mitte und Muniz hämmert den Ball ins untere Eck. Keine Chance für Bischof und das 0:1 für Langeneck. Es geht weiter in der 20. Minute. Ein langer Pass auf die rechte Seite bei den Hohenemsern, die Auflage auf Feuerstein und der legt auf, Castro e Silva mit dem Schuss und dem 1:1 Ausgleich für den VfB Hohenems. Kurz vor der Pause dann nochmals die Heimmannschaft. Wieder der lange Ball in den Strafraum. Feuerstein steht perfekt und macht alles richtig. Ein Lupfer zum 2:1 und der Führung für den VfB und somit auch den Pausenstand. In der zweiten Halbzeit dann die Langenecker. Ein super Pass auf Kohler, der zieht Richtung Tor und sucht den Abschluss. Pächter kommt aber gerade noch mit dem Fuß dazwischen. Gut 10 Minuten später dann diese Situation. Langer Abschlag bei den Hohenemsern, ein Fehler in der Langenecker Abwehr. Feuerstein setzt sich gegen zwei Gegenspieler durch und lässt auch dem Keeper keine Chance, das 3:1 für den VfB Hohenems. Röser zieht dann in der 67. Minute Richtung Hohenemser Tor. Im Strafraum kommt er zu Fall und es wird auf Elfmeter entschieden, die Chance zum Anschlusstreffer für Langeneck. Muniz tritt an und verwandelt sicher zum 3:2, die Langenecker also wieder im Spiel. Nochmals 10 Minuten später spielen sich die Hohenemser etwas in der Abwehr. Röser kommt an den Ball und wird wieder zu Fall gebracht. Der nächste Elfmeter für die Gäste. Wieder ist es Muniz, der die Verantwortung übernimmt. Derselbe Schuss und es heißt 3:3, der Ausgleich und somit auch der Endstand im Spiel VfB Hohenems gegen den FC Langeneck. Ja, man kann glaube ich sagen, mit dem Spiel sind sicher alle Zuschauer zufrieden gewesen. Ich selbst auch, war wirklich ein tolles Landesligaspiel. Natürlich, nach einer 3:1-Führung hätten wir uns am Schluss 3 Punkte gewünscht, aber die Langenecker haben auch eine tolle Leistung gebracht und man kann, glaube ich, trotzdem zufrieden sein mit dem Unentschieden. Es war auf jeden Fall ein packendes Spiel, wie du richtig gesehen hast. Es war, glaube ich, für Zuschauer extrem spannend. Es waren schöne Tore dabei. Leider hat es nicht gereicht, aber natürlich bin ich stolz auf die Mannschaft, wie sie an 2-Tore-Rückstand wieder wettgemacht hat und wieder zurück ins Spiel gekommen ist. Es war wirklich ein toller Nachmittag. Ja. Vor allem heute freut es mich als Nachwuchskoordinator weil wir, wie Sie gesehen haben, im Spiel 2 16-jährige Spieler haben. Und das zeigt die tolle Nachwuchsarbeit, die wir im VfB Hohenems leisten.